Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zurück bei Fable Anniversary. Wir haben zuletzt in dieses schöne alte Game reingezockt und jetzt sind wir wieder hier. Wir haben zuletzt unsere Ausbildung beendet und dürfen jetzt in die Welt und wir sind aufgestiegen vom Hühnerschreck zum Arschgesicht. Und ja, ich denke, wir sollten jetzt mal anfangen, unserem Namen alle Ehre zu machen und diese wunderschöne kleine Welt ein bisschen unsicher zu machen. Also, gehen wir direkt rein. Rein, versteht ihr? Okay. Ja, Arschgesicht passt. Geht direkt gut los. Gut, dann ziehen wir mal los und gucken, ob wir irgendwie so ein paar Quests oder so finden können. Da ist doch schon jemand. Habt ihr euch mal im Spiegel gesehen? Wie eine atmende Eiterbeule. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das nicht der... Eine eklige Vogelscheuche. Der den kleinen Jungen... Jetzt hört doch mal auf zu reden! Der den kleinen Jungen wegen den Teddy bedrängt hat. Aber laut der Geschichte sind wir doch der einzige Überlebende. Denk mal drüber nach. Wir intervenieren jetzt mal. Sieh dir die Vogelscheuche an! Er denkt wirklich, die Leute geben ihm Gold! Was für eine gemeinsame Sache? Wenn ihr wollt, sage ich euch was, das ihn echt tierisch ärgert. Also wir sollen ihn mitärgern, oder was? Ich mach mal kurz Nein, damit wir noch mit dem anderen reden können. Ich war mal ein Abenteurer, genau wie ihr. Und nun seht mich an. Ich bettle, um zu überleben und werde ständig von dem Gör belästigt. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind jetzt die Netten und helfen, oder wir sind halt ein Arschgesicht. Wird das ein Spaß? Oh Mann! Irgendwas wehrt sich in mir dagegen. Ich will ein Arschgesicht sein. Aber die Sache ist die, ich bin das einzige Arschgesicht hier. Und das müssen wir dem jetzt klar machen. Ihr müsst ihn irgendwie loswerden. Benutzt euren Kopf. Ich benutze vor allem meine Faust, mein Lieber. Was für ein Ausdrucksmittel. Ich will den boxen. Ausdrucksmittel. So, macht, was immer ihr wollt. Hä? Was? Ich schwöre, da kriechen Maden aus ihm raus. Ah, du bist so schlimm wie dieser Bettler. Das ist ja absolut urkomisch. Ihr verdient meinen Dank, oh Held. Ich habe absolut keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Kann man das wiederholen? Lässt er einfach übelst einen abgeknattert. Das war kein Deutsch. Ja, geil. Dem haben wir es gezeigt, ne? Ich weiß, das ist jetzt von der Spiellogik her haben wir jetzt was Gutes gemacht. Aber die Sache ist halt wirklich die, wir sind das einzige Arschgesicht hier. Und diesen Titel... In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. What the fuck? Ja, cool. War jetzt immer noch nicht gekommen. Hello. Nehmt die Wespen-Questkarte vom Kartentisch. Wespengefahr. Beendet die Plage auf dem Picknickplatz. 500 Gold. Maximal. Entschuldigung. So, wo sind die Viecher? Weg mit den Viecher. Da hat jemand nicht aufgegessen. Ich dachte, hier sind Wespen. Wo sind denn die Wespen? Standardbart. Ihr habt eine Frisurkarte gefunden. Zeigt sie eurem Barbier, damit er euren Kopf entsprechend verschönern kann. Was heißt hier verschönern? Hat er mich hässlich genannt? Jetzt, wo sind denn jetzt hier die Wespen? Ich dachte, hier sind Wespen. Gibt es noch einen anderen Picknickplatz oder? Quest. Wo ist die denn? Picknickplatz. Was habe ich falsch gemacht? Ah, in der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Haben wir die nicht eingesammelt? Aber da ist doch eine Wespe. Ich sehe die doch. Wespengefahr. Habe ich das vorhin nicht angeklickt? Ah, jetzt wird mir da auch so ein blinkender Pfeil angezeigt. Wespen greifen den Picknickplatz an. Folgt mir! Hier entlang! Wespen! Wespen! Oh nein! Alter, was ein Kackgeräusch! Was ein Geschrei! Oh, ein fetter Brummer! Warte mal, wie ging Dings hier, ne?
Magie? Nein, das ist die Karte. Fuck. Alter, das klang wie so eine Autohupe. Ihr könnt auch eure Willenskraft gegen sie einsetzen. Okay. Die Sounds. Die feiern uns. Das ist nicht so gut. Wir müssen unseren Ruf verteidigen. So. Mace sucht nach euch. Er erwartet euch in der Bowerstone-Taverne. Dann dackeln wir da mal hin. Süd Bowerstone. Bowerstone ist ein friedlicher Ort. Ich muss eure Waffen vorläufig konfiszieren. Bowerstone ist ein friedlicher Ort. Also. Seht euch einfach um und genießt euren Aufenthalt in Bowerstone. Ihr tragt den stolzen Titel Arschgesicht. Alles in Ordnung? Der die einfach zertrümmert? Okay, wir gehen jetzt mal hier zum Maze. Hat Spaß gemacht, all diese Aufmerksamkeit, was? Ich habe von deinem Zusammentreffen mit der Wespenkönigin gehört. Ganz Bowerstone spricht darüber. Aber man sollte sich das nicht zu Kopf steigen lassen. Dunkle Kräfte dreuen über uns, die dein Rieseninsekt verblassen lassen. Sag mir, was weißt du noch von der Nacht, als ich dich zur Gilde brachte? Es scheint noch einen Überlebenden gegeben zu haben. Ja, den einen. Oh. Es ist nur ein Gerücht, fürchte ich. Genau, das weiß man noch nicht. Aber ich dachte, du sollst es wissen. Unsere Schwester lebt. Hey, Red! Schnell, folgt mir! Wie sie rennt. Wehe mir. Mein Sohn ist krank. Wir haben ein Picknick am Aussichtspunkt gemacht, wo er diese komischen Pilze fand. Die Hexe in Bowerstone Key sagt, wir sollten uns keine Sorgen machen. Sie benötigt jedoch noch weitere Pilze, um ihn zu heilen. Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich muss für Aldi sorgen. Könnt ihr uns helfen? Aldi? Aldi Süd oder Nord? Mutti, ich glaube, der ist nicht krank, der ist nur high. Mein Körper besteht aus Zucker. Hoffe, ich falle nicht in eine Teetasse. Der ist giga drauf. Geldbelohnung 2000. Dann mal ab zur Hexe. Zudele, das sieht doch nach einer Hexe aus. Nein, sagt nichts. Euch schickt eine nervige junge Frau mit einem komatösen Kind. Der kleine Bengel amüsiert sich wahrscheinlich königlich. Sucht mir 4 blaue Pilze, dann kann ich ein Gegenmittel brauen. Na gut, ne, haben ja sonst nichts zu tun. Alter. Das hat übel die Biege gemacht. Fässer! Ich kann endlich Fässer zertrümmern. Wo sind denn hier Pilze? Hallo auch! Ihr habt meine Tochter noch nicht getroffen, oder? Sie ist hübsch, das muss ich sagen. Aber etwas anspruchsvoll. Sie brennt darauf, kräftige Mannsbilder wie euch kennenzulernen. Ich will ja uns jetzt verkuppeln. Ja, warum nicht, ne? Es ist so. Sie mag Männer mit einer Frisur wie auf diesem Bild hier. Das sind ja wir. Wenn ihr so aussieht, kann ich euch vielleicht vorstellen. Muss ich jetzt zum Friseur? Das war doch original meine Frise. Ach so, warte mal. Hast du einen Pilz? Ich bin sicher, sie hasst Männer mit. Alter, dann kann die mich auch einfach mal. So, Pilze, ich brauch Pilze. Ah. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte. Ja, ich habe hier Wichtigeres zu tun. Wieso ist denn niemand in den Häusern? Stehlen auch noch. Und keine Gesetze brechen, ja? Das ist ja einer übelst am Segen. Bruder, die Hand. Wird euch verpetzen. Oh, wir müssen abhauen. Nee, wir bezahlen nicht. Oh shit. Das war jetzt nicht so gut. Oh, ist weg. Kopfgeld ist weg. Easy. Scheiße, das hat jemand gesehen. Oh Mist.
Oh nein, mit Bogen sogar. Gut, aber die sind auch alle ein bisschen träge, oder? Hallo, wer bist du denn? Fuck, Mann. Ich will doch nur ein paar Pilze. Wir müssen hier mal weg. Langsam, Sonnenschein. Wir haben hier keinen Zutritt. Wieso nicht? Au! Hört doch auf. Kulis Tore bieten eine schnelle Möglichkeit, durch Albion zu reisen. Wenn ihr eine Region mit einem Kulis Tore besucht habt, könnt ihr jederzeit wieder dorthin. Abflug! Hast du einen Pilz? Ein Obstfarm-Quest wartet. Eine Obstfarm? Vielleicht gibt es da ja auch Pilze. Gegen die Räuber. Oh, wir können die auch angreifen. Okay. Aber ihr wisst, wir sind das einzige Arschgesicht, deswegen vertreiben wir die Räuber natürlich. Was für eine Großtat? Macht den Quest nackend. Nackend? Meint die nackig oder was soll das heißen? Neckend? Wuhu! Halt, stopp. Ich muss mich jetzt erstmal ausziehen. Toll, euch zu sehen. Dito! Da muss ich nicht hin. Ich habe eine Orientierung wie ein Lorch. Avo sei Dank, ihr seid hier. Ich dachte, niemand würde auf die Bitte der Gilde reagieren. Ich habe mich schon selbst um Verstärkung für euch gekümmert. Aber es sind so viele Räuber, die zerlegen noch meinen Hof. Was hat der im Maul? Diese verdammten Steine doch nie gefunden. Sie bringen nichts als Scherereien. Meine Frau Jenna will sie nicht im Haus haben. Deshalb haben wir sie in ein paar Kisten in der Scheune gepackt. Ich habe bei diesen Überfällen schon 3 Knechte verloren. Alter, er redet einfach schneller als Eminem. Ich gehe besser rein und kümmere mich um meine Frau. Die stirbt sonst vor Angst. Na gut, dann... Oh, ein feiner Po. Wollt ihr aufgeschlitzt werden? Nein! Shit! Aber egal, wir sind nackend. Wir sind nackend! Das Pürchen ist aber noch verdeckt. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Oh mein Gott. Warum ist da so eine Flagge auf dem Po? Aha, ihr habt wohl ein paar neue Tricks gelernt. Hoffentlich habt ihr Abschlussbewegungen gelernt, denn nur so könnt ihr an mich herankommen. Wie er mit dieser Boxershort an sie randritt. Sie so, wir haben wohl ein paar neue Tricks gelernt. Abschlussbewegung, das kenne ich doch schon. Warum gibt ihr uns jetzt hier überhaupt so eine Unterweisung? Was fällt dir ein? Aha, ihr schafft das also. Ihr habt mich geschlagen. Wann ist das Glück dahin, Bauerntölpel? Bauerntölpel. Ich weiß überhaupt nicht, warum so ein Trara um diese Steine veranstaltet wird. Wenn die weg sind, schlage ich 3 Kreuze. Die müssen jemandem in meinem Menge wert sein. So, gut. Haben wir noch irgendeine Quest aktiv? Warte mal, wir müssen eh in die Gilde zurück und nach dem Pilz suchen. Verzeihung, haben Sie einen Pilz gesehen? Ich habe gehört, dass ein paar Händler hilft. Moment, das machen wir gleich. Ich muss den Pilz jetzt erstmal finden. Wo könnte hier ein Pilz sein? Pilzi. Ist wahrscheinlich hier draußen, oder? Excuse me, have you seen my mushroom? Die lachen über mich. Ja, das hat keiner gesehen. Pilzi, drück ich mir in die Milzi. Lecker Schmackofatz. Der Pilz wird weggenutzt. Puh, das Gelände ist ganz schön groß. Wo könnte hier ein Pilz sein? Hier sind überall diese braunen, aber nicht der blaue. Hey, könnt ihr mir einen riesigen Gefallen tun? Ein paar Freunde und ich hatten gestern Nacht eine kleine Fete hier. Und ich habe dieses fantastische Mädchen aus Oakvale getroffen. Oh, Myra. Ich meine, sie war atemberaubend. Wahrscheinlich. Vielleicht waren es ja auch nur die Pilze. Und sie ist eigentlich hässlich wie die Nacht. Bei Pilz werde ich hellhörig. Ich werde es aber trotzdem riskieren. Bitte, bringt ihr diesen Brief nach Oakvale. Ist das die Tochter von dem einen, der uns verkuppeln will vielleicht? Müssen wir uns jetzt so eine Friese machen, damit wir an die rankommen? Ich hoffe nicht. Noch was. Versucht nicht, den Brief als den euren auszugeben. Ich habe Wochen zugebracht, das Gedicht zu perfektionieren. Warum sollte ich das tun? Brief von Cyril. Oh Myra, mein Herz schlägt nur für dich. Du bringst mein Innerstes aus dem Gleichgewicht. Bitte lass deinen Diener rein. Es wird doch nicht nur der Pilz. Der Pilz? Gewesen sein? Den Brief werden wir ganz sicher nicht als unseren ausgeben. Der war ja grässlich. Können wir uns eigentlich auch wieder was anziehen?
wir bedecken wenigstens unser Gesicht. Sehr gut. Wo ist jetzt diese, wie hieß die, Myra? Das muss mit dem zusammenhängen. Euer Haar sieht mir... Okay, wir machen das jetzt. Wir holen uns jetzt diese komische Frisur. Normaler Haarschnitt, die Säge, der Kochtopf. Normaler Bart, Standardbart, Sheriff-Schnäuzer. Und das passt zu unserer Unterhose. Perfekt. Weg da! Weg da! Weg! Geh doch weg! Warum seid ihr hier? Alter, du hast mir die Haare geschnitten. Was tut ihr noch hier? Lass mich doch weggehen! Oh Mann! Oh, endlich. Das ist ja wohl nicht wahr. Oh ja, ich zahle. Oh, was ein teurer Haarschnitt. Mein Gott. Jetzt hat er mich komplett rausgeschmissen. Blöde Kuh. Das ist der fast perfekte Haarschnitt. Da wird sich meine Tochter freuen. Das ist aber übelst der Troll. Oh, hab ich fast vergessen. Sie mag auch nur Männer mit Werten, die wie der auf dieser Karte aussehen. Jetzt reicht's aber. Bart. Koteletten. Ich hoffe, der ist jetzt zufrieden. Oh, hallo. Oh, so langsam sieht man. Euer Schnäuzer ist falsch. Die macht mich arm, die Alte. Wir sehen uns heute, glaube ich, noch öfter. Was wollte die? Den hier, der so nach oben geht. So, jetzt ist aber gut, oder? Hübsche Sammlung Gesichtspilze habt ihr da. Aber ganz ehrlich, mir ist völlig wurscht, wie ihr ausseht. Und meiner Tochter auch. Die gibt's nämlich gar nicht. Gar nichts mehr für euch. Gar nichts.